Wir machen heute aus nur drei Zutaten ein wunderbares weihnachtliches Gebäck. Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir Keksel miteinander. Und zwar klarerweise glutenfreie. Wir brauchen nur drei Zutaten, ganz erstaunlich. Geht ratzfatz, also auch für Ungeübte ein super Rezept. Lasst uns einfach loslegen. Viel ist es ja nicht, was wir tun müssen. Wir haben hier ein Kokosmehl, eine flüssige Butter und das ist gezuckerte Kondensmilch. Und das werden wir jetzt schön vermengen. Am besten gleich Handschuhe anziehen, wenn ihr das nicht so mögt, das Pickige. Also ich mag das ja nicht so gern, deshalb bei diesen Sachen ausnahmsweise oder stark färbenden ziehe ich Handschuhe an, sonst ja eher weniger. Das kennt ihr ja alle, die den Kanal schon besucht haben, wissen das. So, unser Mehl kommt einmal gleich da hinein. Dann die flüssige Butter. Die genauen Mengenangaben findet ihr dann wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und jetzt nehmen wir von der Kondensmilch einfach immer Stück für Stück ein bisschen was ab, weil das richtet sich dann, wie unser Konsistenz vom Teig wird. Also die Hälfte könnt ihr schon einmal gleich nehmen. Und dann wird einmal geknetet. Und während wir hier kneten, können wir gleich unseren Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze einschalten. So, und ihr seht jetzt, ich stelle das einmal zur Seite, jetzt haben wir einen wunderbar kompakten Teig und da werden wir jetzt lauter schöne Kugeln formen. Und jedes Kugel wird dann noch einmal mit der Gabel flach gedrückt. Und so machen wir das mit dem ganzen Teig. Unsere Keksel habe ich jetzt fertig geformt. Jetzt gehen sie hinein in den Ofen für ungefähr 20 Minuten. Unsere Kekse waren jetzt 20 Minuten im Ofen. Jetzt werden wir es noch ein bisschen drüber zuckern. Vom Zuckergehalt braucht es das eigentlich gar nicht, aber rein so für die Optik. Der Schneeeffekt ist hier eingetreten. Wir können uns die jetzt schon schmecken lassen, am besten warm. Ihr könnt auch einen Schokoguss noch drüber machen, wenn ihr euch das antun wollt. Das ist übrigens auch ein ganz liebes Mitbringsel, wenn ihr was selber gemachtes irgendwohin jetzt zu den Feiertagen mitbringen wollt. Also, hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch zu kochen. Wir sehen uns auf alle Fälle am Freitag wieder. Also dann, bis bald. Tschüss.